Hallo und herzlich willkommen. Heute präsentieren wir Ihnen die neue Rundbahnpressen-Baureihe Comprima. 2007 wurde die Comprima bereits vorgestellt. Auf der Agritechnica 2017 werden wir das Nachfolgemodell präsentieren. 2017 feiert Krone das 40-jährige Jubiläum, denn 40 Jahre gibt es nun schon Rundbahnpressen aus dem Hause Krone. Die neue Baureihe gibt es in 7 verschiedenen Modellen. Das ist einmal die reine Festkammermaschine F125. Dann gibt es diese Baureihe auch als semivariable Kammer. Das ist die CF als Presswickelkombination oder eben auch als Solomaschine. Semivariabel bedeutet, dass ich hier nach dem Prinzip der Festkammerpresse arbeite, ich aber dennoch verschiedene Ballendurchmesser von 1,25 m bis 1,50 m produzieren kann. Also auch hier maximale Flexibilität. Dann gibt es natürlich noch die vollvariablen Modelle. Das ist die Solomaschine V150, 1 m bis 1,50 m Ballendurchmesser. Dann die V180, 1 m bis 1,80 m Ballendurchmesser. Und ebenfalls die V210, so wie sie von mir aus auf der linken Seite zu sehen ist, mit einem Ballendurchmesser von 1 m bis 2,05 m. Ebenfalls gibt es die variable Maschine als Presswickelkombination. Das wäre dann die CV150 als vollvariable Presswickelkombination. Die wichtigsten Highlights schauen wir uns ganz kurz an unseren hinter uns vorbereiteten Maschinen an. Die Comprima Baureihe arbeitet mit der ungesteuerten Easy Flow Pickup. Mit einer Arbeitsbreite von 2150 mm werden auch große Schwaden problemlos aufgenommen. Stabile Zinken garantieren für eine hohe Lebensdauer. Ebenfalls arbeiten wir in der Comprima Baureihe mit der W-förmig angeordneten Pickup. Bedeutet, das Material wird auf der Breite des Schneidrotors gleichmäßig auseinandergezogen und wird somit dem Schneidrotor gleichmäßig zugeführt. Ebenfalls ist die Höhenverstellung der Pickup werkzeuglos. Hinter der Pickup befindet sich unser Schneidrotor. 2 verschiedene Schneidwerke gibt es zur Auswahl, 26 Messer oder 17 Messer. Bei den Solomaschinen gibt es ebenfalls noch den Förderrotor. Förderrotor bedeutet ohne Schneidmesser. Unsere Rotoren sind großzügig ausgelegt. Mit einem Durchmesser von 530 mm sorgen sie für maximale Durchsatzleistung. Hier befinden wir uns jetzt im Bereich der Messerkassette. Wir sehen hier, über einen Hydraulikzylinder kann die Messerkassette nach unten abgesenkt werden. Zum Beispiel im Falle einer Verstopfung oder für das Messerwechseln. Wir haben eine Messergruppenschaltung serienmäßig. Über diese beiden Messerschaltwellen können entsprechend die Messergruppen geschaltet werden. Optional gibt es die hydraulische Messergruppenschaltung, die aus der Traktorkabine bedient werden kann. Das steigert nochmal den Komfort. Im Falle, dass die Messer auf einen Fremdkörper treffen, löst die Einzelmessersicherung aus. Bedeutet, das Messer schwenkt automatisch nach hinten und durch die Federkraft nach Passieren des Fremdkörpers wird das Messer automatisch in den Schneidkanal zurückgeschwenkt. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen unserer CF155 XC, unsere semivariable Presswickelkombination. Diese Presse ermöglicht Ballendurchmesser von 1,25 m bis 1,50 m. Das Prinzip arbeitet nach dem Festkammerprinzip. Wir sehen eine einfach aufgebaute, eine einfach aufgeräumte Maschine und diese Maschine besticht ebenfalls durch ihre Leichtzügigkeit. Wir sehen hier den Antrieb unseres Novo Grip Systems. Auch in dieser Baureihe arbeiten wir mit unserem Stabgutförderer Novo Grip. Die Kombination aus einem dreilagig endlos Gummigewebegurt in Kombination mit den Querstäben und somit bekommen wir jedes Erntegut in Rotation. Und dieses dient dann eben als Dreh- und Verdichtungsorgan in der Maschine. Okay, von der semivariablen Kammer schauen wir uns auch die vollvariable Kammer an. Auch hier haben wir ein Exponat vorbereitet, unsere Comprima V210. Auch diese Maschine besticht durch Leichtzügigkeit und ihren einfachen Aufbau. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir 3 verschiedene Solo-Modelle als vollvariable Maschinen. V150, V180, V210. Und ebenfalls ist diese Maschine als Presswickelkombination erhältlich, CV150, das ist dann die Kombimaschine. Auch hier sehen wir wieder die Pickup in gewendelter Form, in Kombination mit dem Schneidrotor und eben dann unser Novo Grip System. Bei unseren vollvariablen Maschinen arbeiten wir mit 2 Novo Grip, einem vorderen Bereich der Maschine und einem hinteren Bereich der Maschine. Beide Einheiten sind aktiv angetrieben und hier sehen wir den Antrieb für den hinteren Novo Grip.
nicht nur als Solomaschine unschlagbar, sondern auch als Presswickelkombination einzigartig am Markt. Unsere semivariable Kammer, wie wir sie hier sehen, oder eben auch als vollvariable Kammer erhältlich. Viele Highlights verbergen sich auch hier in unseren Presswickelkombinationen, zum Beispiel unsere serienmäßige Tandemachse, sowohl auch unsere Onboard-Hydraulik. Onboard-Hydraulik bedeutet, dass wir traktorunabhängig arbeiten können und sind somit bei der Auswahl des Traktors nochmal flexibler. Ansonsten viele weitere Highlights wie eine neue Hydraulik sowie auch eine neue Elektronik. Wir sehen auch, dass die Maschinen in einem neuen Kleid dastehen. Auch an der Optik wurde einiges gemacht. Natürlich gibt es für die Maschinen auch verschiedene Bindesysteme. Die klassische Netzbindung, so wie sie schon seit eh und je bekannt ist. Oder natürlich optional auch für alle Comprima-Modelle die Mantelfolienbindung, wo anstelle von Netz eben diese Mantelfolie eingesetzt wird. Mantelfolie bietet den großen Vorteil, dass die Silagequalität nochmal gesteigert werden kann und das Auflösen des Ballens wird auch nochmal vereinfacht, da das Futter nicht so stark mit dem Verbrauchsmaterial verhakt und somit der Ballen dadurch einfacher geöffnet werden kann. Wenn die Option der Mantelfolienbindung gewählt worden ist, kann natürlich einfach und werkzeuglos zwischen Netz und Mantelfolie gewechselt werden. Das gibt wiederum maximale Flexibilität bei den verschiedenen Einsatzzwecken. Ja, dieses war ein kleiner Ausblick über die Highlights der Krone Rundballenpressenbaureihe Comprima. Alle weiteren Details und alle Infos finden Sie natürlich auf unserer Homepage www.krone.de oder besuchen Sie uns einfach in Hannover auf der Agritechnica. Zu finden sind wir dort in Halle 27. Auch da werden wir ausgiebig den Geburtstag der Krone Rundballenpresse feiern. 40 Jahre Rundballenpressen aus dem Hause Krone. In diesem Sinne, alles Gute und ich freue mich auf ein Wiedersehen.